Hallo und herzlich willkommen zum Landwirtschaftssimulator auf der TypeWars-Map, natürlich zusammen mit Markus und Manuel und Arctic und Nico. Hallo. Hallo. Servus, Leute. War volles Haus. Moin. Boah, es war ganz schön ein Fleckenteppich hier, ey. Jo. Ich hoffe, was mir gerade so auffällt, der John Deere hat von den Reifen her, erinnert mich das total an LS15, hat der so wie die Stau. Der hat Flugmod drin hier. Plathing Specs, ne? Ja. Ja, ja. Das habe ich gerade gesehen, als du gerade durch meinen Spurreiter durchgefahren bist. Ja, der Spurreiter macht deine Grobertextur nochmal so. Ja. Nein. Aufgegrobert macht er Flug. Macht okay. Flugtextur. Aufgegrobert macht er Flug, ja. Und ausgeflügt macht er Grobber. Okay. Wusste ich gar nicht. Da ist also dann der Johnny gerade mal eingesunken. Ja, der ist generell, weiß nicht. Also den Johnny finde ich nach wie vor eigentlich immer noch ziemlich geil. Welchen hast du eigentlich? Den 8. Ja. Ach, das ist hier noch diese. Na naja, okay. Nein, nee. Der ziemlich alte. Ja, den, der so billig aussieht. Ich sag mal, es gibt da jetzt ja den von Sotillo jetzt einfach mal. Aber ja. Den, ich meine, der macht Fehler auf dem Dedicated. Dieser 8530, ne? Der macht Fehler? Ich mein schon. Das ist ja nicht so gut. Den hatte ich, glaube ich, mal ganz kurz auf dem Community-Server. Also bei mir hat er bis jetzt noch nichts gemacht, aber gut, weil der sieht ja texturtechnisch einfach mal oberklasse aus. Mega, giga, geil. Ich habe einen richtig geilen 939 gesehen. Obwohl, nee, Markus, es gibt was Besseres als den. 80, auch von dieser komischen Seite da, die jeder kennt, aber keiner kann den Namen aussprechen. Der ist einfach, den hat auch Killer Croc vorgestellt. Ich weiß nicht, ob der einer den kennt, Killer Croc 88 oder so. Ist ein französischer Let's Player? Ich weiß es gar nicht. Immer super, gibt es schon französische Leute an. Nein. Die aber, Sprache ist ja sowas von schier. Aber wenn du Sotillo auf Facebook mit dem Gefällt mir markiert hast, dann postet auch Killer Croc was da drauf auf Sotillo Modding Industries. Und da hat er dann einen Link von einem Video gepostet, wo ein 87 am Dreschen ist in LS. Und dieser 87, das ist einfach der neue 87, was rausgekommen ist. Den hat Carver noch vorgestellt. Nicht der mit 100 Years, ne? Mit was? Nicht der mit 100 Years. Nein, einen anderen. Eher so eine, keine Ahnung, das Original-Saatengrün. Ja, genau. So ein mildes Saatengrün, das ist. Den meine ich, das ist einfach, boah. Der ist auch sonst von den Funktionen her geil. Ja, das ist der beste Mod, außer natürlich Force Mod, aber. Nein, den habe ich auch gestern noch getestet. Boah, krass. Dachte ich schon, eventuell als Zweitdrescher hier. Das Einzige, was ist, ich habe mir da die Rundumleuchte rausgeschrieben. Jetzt macht er mir ein paar LOA, Ja, die Rundumleuchte ist generell, die meisten 77 oder 87 haben diese ultra übertrieben, ne? Ja, deswegen, und das ist eigentlich nur, wenn du im Giants Editor bist, kannst du ja auch Lichter hinzufügen, ne? Edit Light, ja. Create Light. Und das ist einfach Create Light und da die Lightfarbe geändert. Und das dreht sich dann eben mit einem Skript und ich war zuvor, den Skript rauszusuchen und zu löschen, deswegen macht er bei mir ein paar Lua-Errors, aber keine starken. Ja. Aber sonst ist der echt fehlerfrei, das ist einfach Bombe, das Teil. Okay. Das Ding, also wirklich, das ist krass. Du kannst ja diese Handanimation ein- und ausblenden, dann kannst du mit Numpad 4 reale Spiegel hinzufügen, mit Numpad 5 und, nee, oder mit Numpad 8 und 9 oder so. Wie sehen die so von der Qualität her, die Rückspiegel? Spiegel hochauflösend, total hochauflösend. So wie aber das 15. Ist gut, das okay. Zieht dir aber auch mal gut weil ich 20 FPS bei vielen weg. Mods kenne ich das, dass man direkt, wenn man diese Spiegel hat, dass die Kantendettung in den Spiegel mega scheiße ist. Nein, gar nicht. Also wirklich hochauflösend. Nur das Problem ist, es geht einfach mal so 20 bis 30 FPS und dann weg. Okay, also, das ist aber heftig. Aber einfach nur geil, du kannst oben diese Klappe von der Kühlung kannst du aufmachen, beide, an der Seite und oben. Dann siehst du auch oben diesen Rotor drehen. Ja. Der Sound ist einfach wie im Original, aber wirklich komplett aus dem Original. Ja, was hast du denn noch sonst, Markus? Ich hab keine Ahnung. Standardsachen halt. Ja, Standardsachen, wie gesagt. Auswurfpartikel auch, wieder 77. Nein, ich glaube Auswurfpartikel wieder Case. Nee. Hat er nicht die von Case genommen? Wir haben den auf jeden Fall, der hat auf jeden Fall die von 77. Die sind ja noch nicht freigegeben, noch immer nicht. Richtig. Die werden sie erst im S15 freigeben. Obwohl, ich weiß nicht mehr, hat Gebäude aus der Westbridge Hills Map, die Gebäude verwenden viele. Ja, Gebäude sind ja auch freigegeben. Wow. Ups, aber Arctic, die Partikel und die Maschinen sind nicht freigegeben. Ja. Also der ist, obwohl ich kenne, ich habe schon einen gefunden auf dieser LS-Seite, da hat einer den Puma mit einem richtig hässlichen Blau zu einem New Holland umgeskinnt.
Okay. Also das machen schon viele. Das interessiert die eigentlich eher weniger. Eine kurze Frage, wie hänge ich nochmal kurz den Schlauch an? Mit Mausklick linken. Okay. Und glaube ich Q, oder? Q und linke Maustaste, oder? Nein, nur linke Maustaste. So. Nico, was magst du eigentlich du gerade? Hin und her fahren und die Paletten auffüllen. Noch immer. Ich bin jetzt bei der 14. Ist schon in Ordnung. Ich wollte nur fragen, weil sonst könntest du nachher zu mir kommen. Bei dir vertraue ich. Auf jeden Fall, aber ich möchte jetzt erst einmal hier aufräumen. Wenn ich einen guten herhole zum Stapeln, dann darfst du nachher zweimal stapeln. Zwei. Nee, das können wir gleich machen, Markus. Wie gesagt, ich wollte nur einmal aufräumen. Wenn ich schon mal hier bin, dann muss ja einer vernünftig mit dem Frontlader umgehen können. Ich mache auch die ganze Frontlader arbeiten. Ja, aber du stapelst ja nicht freiwillig die Paletten. Ja, weiß nicht. Mache ich auch von mir aus. Ist mir egal. Boah, ich penne. Ich habe mich jetzt dran gewöhnt, dass Arctic auf seine Vorfahrt verzichtet. Ja, ich meine, ne, ich bin hier der vorausschauend fährt und du bist der übersieht. Ja. Fahre halt. Das bedeutet, wir sollten euch zuerst einmal das erste Feld noch einmal weg leer machen mit Ballen, halt einmal abhängen oder wie's. Und nicht mit beiden nachher erst auf beide warten oder wie? Ja, wäre eine Idee. Das bedeutet, ich sollte bei der erste Ballen anhängen, ist es gleich leer. So, mach hin und euch stoß durch. Dann könnte ich, wenn sie vor allem halt zum Feld. Nuss. Was? Was ist mit einer 50er Nuss? Das ist ein Insider, von wegen Arktik, ich stoß gleich durch mit einer 50er Nuss. Okay. Ist in Ordnung. In der WhatsApp- ich kann es mir ungefähr vorstellen. Ein Bild in der WhatsApp-Gruppe und dann halt, ne? Ich hab letztens bei uns beim Betrieb habe ich eine 50er Nuss für einen Schlagschrauber gefunden. Ich hab mir nur gedacht, Alter, das Ding ist einfach mal so groß wie meine Faust. Hab das dann im TS erzählt und ihr Gewehr hat dann gemeint, ja, voll durchrammen mit einer 50er Nuss und ich denke mir nur so, halt einfach die Klappe. Irgendwie geil. Ja. Jetzt, ich werde diese 50er Nuss auch nie wieder anpacken. Nie wieder. Die kriegst du wahrscheinlich alleine gar nicht hoch. Oh Gott. Eine 50er Nuss, für was man die braucht. Ich schätze mal, dass sie. Schlepperreifen teilweise, ja. Mhm, genau. Oder wenn du die Achsbefestigung. Weil im Endeffekt ist ja keine 50er, sondern eine 500er. Weil Nüsse werden in Millimeter angegeben. Ja, 50 Millimeter Nuss. Na, 50 Millimeter, 15 Meter ist ja eh gar nichts. Das sind ja wohl kleine. Es gibt 500er auch. 50er Nuss? Ja. Weißt du, was das für ein fettes Moped ist? Das ist so groß wie meine Faust. Ich weiß es. Benutzt man für große Maschinen. Ja, ja. Schlepperreifen. Was ja, aber 500er, das ist ja dann schon. Das sind halbe Meter. Ich weiß es, ja. Halbe Meter Nuss, Alter. Ja, schau. Es gibt ja auch die riesigen Maulschlüsse. Habt ihr schon mal Holzfäller extrem geschaut? Ja, gut. Das war noch was ganz anderes. Ich glaube, vorne der Harvester, halt der, nicht der Harvesterkopf, sondern der. Der Fellerbündlerkopf. Ja, wir brauchen es für eine auf einer Stelle eine 50er Nuss. Wahrscheinlich, wenn das Sägeblatt von unten oder so. Ja, so. 50er Nüsschen, bitte. Das kleine Nüsschen. Ja, du bist mir so ein taubes Nüsschen. Nee, aber 50er Nuss könnte hinkommen, dass du dich für so ein Sägeblatt nimmst. Also, ich meine, unsere normale Kreissäge hat schon eine 32er Nuss drauf. Muss mit der 32er Nuss losmachen. Also, das passt schon. Mann, ey. Ich glaube, ich nehme nie wieder das Wort Nuss. Es ist einfach. Mann. So, jetzt bin ich mal gespannt, wie der Guten das jetzt löst. Kann ich dir ganz gleich beantworten. Mittels Knallgas. Was anderes kann der Guten nennen. Mittels Bimetall. Lassen wir ihn wieder vor. Hat doch perfekt geklappt. Ohne Berührung. Und jeder hat wieder seine Bahn. Musste nur halt mal rechts zu lang. Mein Bruder hatte quasi meinen Fuß in seinem Zimmer. Nee, ganz so schlimm war es auch nicht. Markus, ich werde mir übrigens doch keinen 4K-Fernseher holen. Oh. Ja, wartest du auf OLED? Das ist günstiger. Nein, ich habe mich verguckt.
Die 1000 Hertz stimmen zwar, aber bei Full HD. Mhm. Weißt du, wie viel der bei 4K hat? 10. Zumindest die günstigen? 30. Ja. Oh. Dann kannst du vergessen. Darauf kannst du zocken knicken. Und es gibt eigentlich auch, also selbst für 5000 Euro gibt es keinen 4K-Fernseher mit wirklich gescheiten Herzzahlen. Was keiner braucht. So 100 plus? Na, 60 würden mir eh schon reichen. Mein Monitor glaube ich auch nicht mehr. Ich weiß nicht, was der neue LG deiner OLED hat auf jeden Fall unter 75, bei meiner 75 hat, ich habe die neue Serie. Weil der kommt jetzt wahrscheinlich im Weihnachtsgeschäft mit 55 Zoll raus und da angeblich auch zu einem Wahnsinnspreis. Weil der 65er kostet... Ja, Wahnsinnspreis, 7500 nein, Euro. Nein, der ja, 65 Zoll, der große. Aber der kleine kommt nur zu Weihnachtsgeschäft mit 55 Zoll raus. Ja, der wird aber auch 5 kosten oder sowas. Ja, wenn der 75 Zoll nachher kostet, wie viel, warte mal, was waren das? Irgendwas mit 17.000 oder 20.000 oder so irgendwas. Und dann der 65 kostet so viel, dann wird der 55 auch um einiges weniger kosten. Ja, der wird aber noch mehrere tausend kosten. Aber dafür kann man sich, glaube ich, lieber was anderes kaufen. Ja, und für 500 Euro bis 1000 Euro kostet du eh schon richtig gute Full-HD-Fernseher. Monitore meinst du? Full HD meinst du? Ja. Ja, wer will Full HD? Full HD würde ich mir halt jetzt nicht mehr kaufen. Ja, es dauert noch. Halt für Fernseher würde ich es mir auf keinen Fall mehr kaufen. Ja, aber die, weiß nicht, also wenn du dir jetzt einen 4K-Fernseher holen willst, dann musst du schon immer noch 3.000, 4.000 Euro rechnen. Weil die ja. für unter 2.000 kaufen eigentlich alle nichts. Für Markus ist Weihnachten auch heilig, ne? Ja. Wieso? Na, so, die werden zwar günstiger zu Weihnachten, aber nicht mal eben 50% oder so. Ja, aber du kannst Glück haben, dass sie um einiges fallen oder nach dem Weihnachtsgeschäft auch oft. Ist nicht nächstes Jahr wieder, nein, wann ist die nächste EM? Ja, trotzdem bei einem 7.000 Euro. Wann ist die EM? In zwei Jahren, oder? Ja. Da werden es nachher Kaufpreis sind, auf jeden Fall. Ja, im Endeffekt... So teuer, kommt halt drauf an, was du für Ansprüche an den 4K-Fernseher hast. Das Problem ist, dass die meisten einfach sich kein 4K kaufen werden, beziehungsweise die Nachfrage noch nicht so groß ist, weil es einfach kein 4K-Material gibt. Ja. Stimmt natürlich. Weil ich glaube, nicht einmal auf der Blu-ray bringst du einen 4K-Film raus. 2K. Maximal 2K, ja. Ja. Außer du hast die vierfachen. Du kannst sogar 60 FPS brauchen, um Blu-ray kriegen. Ja, aber ich glaube, die wenn, außer du hast die vierfachen Layer, halt, wo du, wie sie es da damals bei DVDs gemacht haben, da gibt es ja auch Blu-rays, die haben ja nachher 100 GB oder sowas eine Blu-ray. Ja, aber ob die Schreibgeschwindigkeit auch hochgekriegt haben, dann. Achso, na, das wird nicht gehen. Die Schreibgeschwindigkeit ist könnten ja das Könnten sie mit einem zweiten Laser machen. Ja. Halt zwei Laser gleichzeitig abtasten lassen und dann zusammenfügen. Das wäre cool, bist du der. Ja, aber generell, wenn du dir überlegst, technisch, also ich glaube, Samsung hatte vor zwei Jahren auf der IFA mal einen 32K dabei, einen 100 Zöller. Ja, aber haben sie also, Material auch gehabt? Ja, Material hatten sie dafür dann auch, aber da musst du überlegen. Ja, mit was nimmst du da, mit was haben die das aufgenommen? Da können es nur irgendwas PC gerendertes genommen gehabt haben, oder? Ja. Weil sonst, war das. Bei Filme oder sowas, Kameras, echte Aufnahmen gibt es ja im Endeffekt. Es gibt 16K, zumindest gibt es die Bildprozessoren, die kannst du kaufen, kosten so zwischen 40 und 50.000 Euro. Weil ich weiß gar nicht, mit was nehmen so, weiß nicht, die Fernsehsender auf? In 4K, meistens Sony Cinema 4K, also das ist nochmal, vielleicht hast du das von von Spielberg gesehen, was er Harald geschickt hat. Nein, der ich meine jetzt quasi die günstige Version von der 4K-Kamera und da gibt es noch so eine Ultra-Version, die sieht auch noch ein bisschen übler aus. Ich meine jetzt die Studiokameras, was sie die mit auf den großen Stativen, was zum Herumfahren und bla bla, was die aufnehmen. Die nehmen meistens 16-Bit RAW in 4K auf. Auch 4K also, das, aber trotzdem 16-Bit RAW, also du kannst noch heftig... Kannst du knicken. Das ist heftig, das ist einfach nur heftig. So, ne? Aber die kosten auch, weiß ich nicht. Ja, die kosten 50.000 ja 50 aufwärts. Ja, oder 100.000 so irgendwas. Ja, zwischen 50 und 100.000 kannst du rechnen. Für so eine richtige, die im Studio steht. Das war mal richtig geil. Ich weiß nicht, kennt einer von euch die Serie Dirty Jobs? Auf D-Max? Nein. Niemand? Ich glaube, vielleicht irgendwie, ich glaube, schmutzige Berufe oder so hieß die, glaube ich, dann im Deutschen. Naja. Aber da war halt irgendwie so ein Typ, der dann immer Jobs ausprobiert hat und dann sollte der irgendwie eine Kläranlage, die eingefroren war, irgendwo in Alaska oder so,
sauber machen, was sie dann halt einmal im Winter machen, die komplett rausklopfen das Eis und dann sind die da halt also es ist ein richtiger Scheißjob, richtig anstrengend und stehst immer in dem gefrorenen Klärschlamm rum und so und dann läuft halt der Kameramann da lang und das haben sie dann ins Making-of von der Serie geschnitten. Der legt sich voll auf die Fresse, ne, mit der Kamera nach vorne, die Kamera komplett Schrott und dann geht der Typ, der eigentlich, sag ich mal, die Hauptrolle in der Sendung hat, zu dem hin, brüllt ihn an, dass er jetzt gekündigt ist. Und dann kommt dieser Kameramann, der zweite Kameramann, so an und will mit denen reden. Und dann ist ja nicht schlimm, wenn er mal einen fallen lässt, aber das ist die dritte diese Woche. Das ist so geil. Das habe ich so gefeiert. Weil einfach so plumps mit der Nase, weil einfach weggerutscht nach hinten und dann so gerade nach auf dem Boden. Ja, aber ich würde sagen, bevor es bei uns gerade auf den Boden geht, nehmen wir mal den Part und wir sehen uns morgen wieder. Passt, tschüss. Ciao.